Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Dieser Yoga Flow ist darauf ausgelegt, die gesamte Rückseite deines Körpers zu trainieren. Schultern, Rücken, Po und Beine werden durch anspruchsvolle Übungen gestärkt und dazu passende Dehnübungen sorgen für einen schönen Ausgleich, um deinen Körper gesund und fit zu halten. Diese Yoga-Routine hilft auch bei Schultern- und Rückenschmerzen, solltest du darunter leiden. Genieße gemeinsam mit mir die kommenden Bewegungen und wenn du bereit bist, dann rolle deine Matte aus und bis gleich. Wir starten in einem Fersensitz am Ende deiner Matte. Sitze aufrecht, entspanne deine Schultern und nimm einmal einen tiefen Atemzug. Hebe bei deiner nächsten Einatmung die Arme lang über die Seiten nach oben an, bring die Handflächen zueinander, atme aus, Hände vors Herz. Öffne deine Arme nach außen und lasse sie gebeugt für die Kaktusarme. Schieb deine Brust nach vorn, Schulterblätter zusammen und öffne hier einmal deinen Oberkörper. Tief einatmen, schau nach oben. Atme aus, bring deine Unterarme nach vorn, runde Rücken wie in deiner Katze. Einatmen, öffne dich hier wieder, Schulterblätter zueinander, schau nach oben. Ausatmen, runde Rücken, Arme zusammen. Einatmen, Arme auseinander, Brust nach vorn, schau nach oben. Und noch einmal die Arme zusammen vor dir schließen, runder Rücken, einatmen, Brust nach vorn, Arme öffnen. Noch ein letztes Mal ausatmen, die Unterarme zusammen vor dir pressen und einatmen, wieder öffnen, Brust nach vorn. Lass uns hier noch in einen Twist, das heißt, dreh dich nach links. Mit deiner reinen Rückenmuskulatur halte hier für einen tiefen Atemzug. Dreh dich so weit ein, wie du kannst. Und ausatmen, zurück zur Mitte und dann nach rechts drehen. Hier halten, Bauch ist fest, schau nach hinten, Schultern entspannt. Und lösen, zurück zur Mitte. Löse die Arme, zieh die Arme nach oben in die Länge, tief einatmen, ausatmen, Hände vors Herz. Stelle hier einmal deine Zehen hinten auf, wenn das geht, ansonsten lass sie abgelegt und lege deine rechte Hand entweder hinter dir auf die Matte oder auf deine rechte Ferse und zieh den linken Arm nach hinten, öffne dich hier in deinem Babykamel. Zieh dich in die Länge, tief einatmen und ausatmen, wechseln. Lege die linke Hand entweder auf deine linke Ferse oder hinter dir auf die Matte und zieh den rechten Arm nach hinten. Tief einatmen. Ausatmen, wechseln. Lege deine rechte Hand hinter dir ab. Zieh den linken Arm noch einmal nach hinten. Noch einmal tief einatmen in die Länge. Und ausatmen, wechseln. Die linke Hand hinter dir aufstellen. Den rechten Arm nach hinten ziehen. Tief einatmen. Ausatmen, komm zurück zur Mitte. Und dann darfst du hier einmal die Füße ablegen. Und richte dich hier einmal auf die Knie. Bauch anspannen, Gesäß anspannen. Zieh die Arme nach oben, einatmen und lehne dich nach vorn, setz dich nach hinten, aber setz dich nicht auf deine Fersen ab. Halte kurz und richte dich erneut wieder auf, schieb die Hüfte nach vorn. Ausatmen, setz dich erneut nach hinten. Langer, gerader Rücken, Arme neben den Ohren. Einatmen. Wieder aufrichten. Ausatmen, setz dich nach hinten. Einatmen, richte dich auf. Und so weit nach hinten setzen, wie du kannst. Halte. Noch einmal aufrichten. Und ein letztes Mal setz dich nach hinten, kurz halten. Nimm einen tiefen Atemzug und wieder nach oben. Langsam lösen, lege die Hände vor dir ab, sodass du im Vierfüßlerstand stehst. Und hebe dann dein linkes Bein an, schieb es von dir weg, langes, gerades Bein. Dein linker Fuß ist geflext oder gepointet. Zieh den rechten Arm nach vorn für die 50-50 Plank, kurz halten und kicke dann dein linkes Bein und deinen rechten Arm nach oben. Und noch einmal Kick, ausatmen, einatmen, runter. Kick, atme aus und einatmen, runter. Und noch einmal kicken, so fest wie du kannst. Und ein letztes Mal kick und halte noch mal kurz in deiner 50-50 Plank und lösen. Anderes Bein, hebe dein rechtes Bein an, schiebe deinen Fuß von dir weg,
Hebe deinen linken Arm an, kurz halten und dann auch hier Bein und Arm nach oben kicken, so fest wie du kannst und dabei ausatmen und kick, ausatmen, kick nach oben und wieder runter, ausatmen, kick, noch zweimal und ein letztes Mal und halte deine 50-50 Plank, noch einmal alles anspannen und lösen, sehr gut gemacht. Schieb dich einmal nach hinten in die Haltung des Kindes, um den Rücken zu neutralisieren. Entspanne hier die Muskeln, zieh die Arme lang nach vorn und nimm einen tiefen Atemzug. Und rolle dich dann langsam nach oben und schieb dich zurück in deinen ersten herabschauenden Hund. Drehe hier die Beine aus, mach dich ganz lang im Oberkörper. Es ist nicht wichtig, dass die Fersen die Matte berühren. Und nimm dir hier die Bewegung, die du gerade brauchst. Schließe gerne für einen kurzen Moment deine Augen. Und hebe dann dein rechtes Bein Richtung Himmel an. Ausatmen, Knie zur Brust und stelle dein rechtes Bein vorne ab. Einatmen, richte dich auf in den hohen Ausfallschritt und finde hier deine Balance. Zieh die Bauchdecke ran, Schultern entspannt. Und lehn dich dann nach vorn Richtung Oberschenkel für Power Lunge. Beuge deine Arme erneut im Kaktusarme. Zieh die Schulterblätter zusammen und richte dich hier erneut wieder auf. Hoher Ausfallschritt mit Kaktusarmen. Tief einatmen. Wenn du möchtest, dann lege dein linkes Knie auf der Matte ab, wenn das einfacher ist. Und lösen, die Arme nach oben ausstrecken und wieder nach vorne. Power Lunge ausatmen. Einatmen, beuge deine Arme, ziehe Schulterblätter zueinander und richte dich erneut wieder auf. Noch einmal in dieselbe Bewegung, löse die Arme, Arme nach oben, ausatmen, beug dich nach vorn, beuge die Arme ein letztes Mal in die Kaktusarme, Oberkörper öffnen, richte dich auf, tief einatmen. Arme lösen, bring die Handflächen zueinander. Und die Hände vors Herz. Wenn dein hinteres Knie noch nicht abgelegt ist, dann lege jetzt dein Knie ab und bringe deinen linken Ellbogen zu deinem rechten Knie. Dreh dich hier so weit ein, wie du kannst, in unserem gedrehten tiefen Ausfallschritt. Wenn du in eine intensivere Dehnung möchtest, dann lege deine linke Hand auf der Matte ab und hebe deinen rechten Arm Richtung Himmel an. Suche dir hier deine Variante, halte, nimm einen tiefen Atemzug. Und lege dann deine rechte Hand auf deinem hinteren Oberschenkel ab und zieh den linken Arm nach hinten für den gedrehten, friedlichen Krieger. Einatmen, ausatmen, lösen, Hände auf die Matte und schieb dich nach hinten in den herabschauenden Hund. Sehr gut gemacht. Roll dich langsam nach vorn in die Plank, lege dich auf deiner Matte ab oder ausatmen, Chaturanga, einatmen, kleine Kobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Wir wiederholen das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Einatmen, hebe dein linkes Bein an. Ausatmen, linkes Knie zur Brust und linkes Bein kommt nach vorn. Atme ein, zieh die Arme nach oben und finde dein Gleichgewicht im hohen Ausfallschritt. Atme aus, lehne dich nach vorn, Oberkörper Richtung Oberschenkel. Beuge deine Arme in Kaktusarme und richte dich erneut auf. Einatmen. Schau nach oben, lege dein hinteres Knie ab, wenn du magst und lösen, die Arme nach oben, ausatmen, Power Lunge, lehn dich nach vorn, Arme beugen, Schulterblätter zueinander und dann wieder aufrichten in den hohen Ausfallschritt mit gebeugten Armen. Wieder lösen, noch einmal nach vorne lehnen, Power Lunge, noch einmal die Arme beugen und noch einmal aufrichten, hier noch einmal alles geben, tief einatmen und lösen. Lege jetzt dein hinteres Knie ab, wenn es nicht schon abgelegt ist. Bring die Hände in Gebetsposition vor die Brust und dreh dich dann nach links, rechter Ellbogen zum linken Knie. Öffne die Arme, wenn du magst, ansonsten lass die Handflächen zusammen. Dreh dich noch einmal etwas mehr ein, tief ein- und ausatmen. Lege die linke Hand hinter dir ab. Zieh den rechten Arm nach hinten, tief einatmen in deinem gedrehten, friedlichen Krieger. Und lösen, Hände auf die Matte, schieb dich zurück, herabschauender Hund.
Lass uns das Ganze noch einmal ausfließen, roll dich nach vorn in die Plank, atme aus, dein Weg zur Matte, atme ein, kleine Kobra oder heraufschauender Hund, Urdhva Mukha Shivanasana, atme aus, herabschauender Hund, Adho Mukha Shivanasana. Atme hier einmal durch, bevor wir in die nächste Übung wollen. Roll dich langsam nach vorn in die Plank und verlagere dann dein Gewicht auf die rechte Seite für Side Plank. Wenn du möchtest, dann darfst du dein rechtes Knie auf der Matte ablegen. Hebe deinen linken Arm an und bleibe hier, wenn du magst. Oder geh mit mir in die Side Plank. Und wenn du hier eine kleine Herausforderung magst, dann darfst du deinen linken Fuß auf die Innenseite deines rechten Oberschenkels legen für die Baumpose in der Side Plank. Zieh den linken Arm nach vorn und beuge deinen linken Arm. Zieh die Schulterblätter zueinander. Hier einmal öffnen, einatmen, ausatmen, lösen. Und dann darfst du zurück in die Plank. Seite wechseln, verlagere dein Gewicht auf die linke Seite. Wenn du magst, darfst du hier natürlich wieder dein linkes Knie diesmal ablegen und hier halten. Oder mit mir in die Side Plank und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, dann in die Baumpose mit gebeugtem Bein. Und dann darfst du deinen linken Arm beugen, Schulterblätter zueinander, ausatmen, lösen. Sehr gut gemacht. Lege dich langsam auf deinen Bauch ab, deine Stirn auf die Hände ablegen und atme hier einmal tief ein und aus, bevor wir gleich weitermachen. Lege deine Hände an deinen Hinterkopf und hebe deinen Oberkörper an. Halte dich hier aus der reinen Rückenmuskulatur. Atme ein, ausatmen, Stirn wieder ablegen. Einatmen, hoch, ausatmen, runter. Einatmen, Oberkörper anheben, ausatmen, wieder ablegen. Und noch 7, 6, 5. Ich weiß, es ist anstrengend, nicht aufgeben. 4, 3, 2 und 1. Halte, 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 nicht aufgeben. Und ablegen. Sehr gut. Strecke nun deine Arme nach vorne aus, hebe die Beine hinten an und wir wollen in den Schwimmer, das heißt paddel hier im Wechsel mit deinen Beinen und Armen auf und ab. Mache so viele Wiederholungen wie du kannst, so schnell wie du kannst und versuche hier oben zu bleiben, die Beine und die Arme nicht abzulegen. Gib hier noch einmal alles, nicht vergessen zu atmen und noch 3, 2, 1, halte. Halte, halte, nicht aufgeben. Nimm hier einen tiefen Atemzug. Und lösen. Einmal alles ablegen. Sehr gut gemacht. Schiebe dich ausatmend langsam zurück in die Haltung des Kindes. Nimm hier ein paar entspannte Atemzüge. Du hast es fast geschafft. Nur noch ein paar Übungen. Rolle dich ausatmend nach vorn, lege die Hüfte und die Unterarme ab für die Sphinx. Die Schultern befinden sich über den Ellbogen. Du darfst ja gerne deinen Kopf bewegen, hin und her oder große Kreise bilden, den Nacken lockern. Und dann darfst du dich langsam wieder zurückschieben in die Haltung des Kindes. Wir wollen das Ganze noch einmal wiederholen. Zieh die Arme lang nach vorn, einatmen. Ausatmen, roll dich nach oben, Becken und Unterarme ablegen für die Sphinx. Schieb den Oberkörper nach vorn und dann darfst du hier deinen Kopf hin und her bewegen oder in kreisenden Bewegungen lockern. Und dann noch ein letztes Mal zurück in die Haltung des Kindes, tief einatmen. Und bei deiner nächsten Ausatmung aufrichten. Und dich dann auf der Matte absetzen. Wir wollen in unsere allerletzte Übung. Dafür darfst du deinen Oberkörper langsam ablegen. Die Beine bleiben gebeugt. Die Arme befinden sich neben deinem Körper. Presse deine Hüfte auf die Matte, Bauchdecke ranziehen.
Hebe dein Becken langsam an und zieh die Arme lang nach hinten. Hebe dein rechtes Bein an, Gesäß ist fest. Strecke dein rechtes Bein aus, beuge dein rechtes Bein erneut. Stelle dein rechtes Bein wieder auf der Matte auf. Ausatmend lege dein Becken ab und nimm die Arme wieder mit nach unten. Und noch einmal. Ausatmen, Becken anheben, Bauchdecke ranziehen, die Arme ziehen nach hinten. Hebe dein linkes Bein an, strecke dein linkes Bein aus, linkes Bein beugen und wieder ablegen. Ausatmen, dein Becken wieder auf der Matte ablegen, die Arme kommen mit. Wir machen das Ganze noch zweimal pro Seite. Ausatmen, Becken anheben, Wirbel für Wirbel, zieh die Arme nach hinten. Hebe dein rechtes Bein an, so hoch wie du kannst. Strecke dein rechtes Bein aus, so weit wie du kannst. Bein wieder beugen, rechtes Bein aufstellen, langsam wieder ablegen, die Arme kommen mit, ausatmen. Anheben, einatmen, die Arme ziehen nach hinten, linkes Bein hoch, linkes Bein ausstrecken, beugen und ablegen. Während des Ablegens ausatmen. Ausatmen hoch, einatmen, die Arme ziehen nach hinten, dein linkes Bein anheben, ein letztes Mal ausstrecken, beugen, aufstellen und langsam beim Ausatmen wieder ablegen. Ein letztes Mal auf der anderen Seite, hebe dein Becken an, atme ein, zieh die Arme nach hinten, linkes Bein anheben, linkes Bein ausstrecken, wieder beugen, aufstellen und wieder langsam ablegen. Sehr schön. Und dann darfst du hier mit mir in die Pflugpose, wenn du möchtest. Hebe dafür die Beine an, lege deine Hände an deinen unteren Rücken, stütze hier deine Hüfte und bringe die Knie Richtung Stirn. Wenn du magst, dann darfst du diese Übung auch komplett weglassen, wenn sie sich nicht gut anfühlt. Ansonsten bleibe mit den Knien auf der Stirn oder strecke die Beine lang aus. Und atme hier tief ein und aus. Bewege deinen Kopf nicht mehr. Hier einfach ganz entspannt halten. Und dann ganz langsam zuerst dein Becken ablegen und dann die Beine. Die Beine aufgestellt lassen. Wir wollen nämlich noch in eine letzte Drehhaltung. Das heißt, kippe die Beine ganz locker nach rechts. Breite die Arme aus und schaue nach links. Nimm hier einen tiefen Atemzug. Und kehre dann langsam zurück zur Mitte. Kippe die Beine nach links, schau nach rechts. Halte. Tief ein- und ausatmen. Und zurück zur Mitte. Und dann greife mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger deine großen Zehen oder die Füße von außen für die Happy Baby Pose. Wiege dich hier hin und her. Massiere noch einmal den Rücken aus. Sei ganz liebevoll zu dir. Langsam lösen. Umarme dich hier noch ein letztes Mal, zieh die Knie zu dir ran und lege dann die Beine auf deiner Matte ab. Die Arme befinden sich neben deinem Körper. Lasse die Füße locker auseinanderfallen, entspanne die Schultern, entspanne jeden Muskel in deinem Körper. Atme tief in den Bauchraum hinein, lasse die Augen geschlossen, entspanne die Stirn, den Kiefer, die Waden und versuche hier zur Ruhe zu finden, einen kleinen friedlichen Ort in dir, den du immer wieder aufsuchen kannst, wenn es mal stressig wird im Alltag. Und wenn du magst, dann bleibe so lange in Shavasana liegen, wie du möchtest. Ansonsten bringe Bewegung in Finger und Füße. Zieh die Arme lang nach hinten, noch einmal eine Ganzkörperdehnung und rolle dann auf eine Seite. Bleibe hier noch für einen kurzen Moment liegen und richte dich dann langsam wieder auf und setz dich in einen bequemen Schneidersitz.
Entspanne die Schultern noch einmal ganz bewusst, lege die Hände auf deine Knie ab und hebe dann einatmen, die Arme lang über die Seiten nach oben an. Ausatmen, Hände vors Herz. Danke, dass du deine Übung mit mir teilst, von meinem Herzen zu deinem Namaste. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um mich zu unterstützen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, das hilft mir sehr. Und wenn du Lust hast auf noch mehr Inspiration, dann schau auf meinem Instagram-Profil vorbei. Mein Name ist Art of Being AM.